Ja, Freunde, hallo, heute mal zu dieser Runde. Wir werden mal ein paar Fragen beantworten, die ihr so habt und so ein bisschen was erzählen. Ja, wir sitzen hier, weil, ja, manche haben es wahrscheinlich auch erlebt, es Internetstörungen gibt und in Görlitz ist es ganz massiv und ich muss ein bisschen arbeiten und deswegen sind wir an einen Punkt gefahren, wo es Internet gibt. Ja, wir gucken mal. Ne? Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, wir sind wieder zurück. Nochmal kurz für alle, die uns noch nicht kennen. Also ich bin Dennis. Ich bin Anna. Ja, ich bin im Januar 49 geworden und Anna ist, wie alt bist du? Ich bin fast 44. Ah, fast. Ja, das Gute ist, unser Hochzeitstag ist auch Annas Geburtstag, deswegen vergesse ich das nicht. Ja, das war mein Plan. Das war ihr Plan, um das mal zu übersetzen. Also die Anna spricht nicht ganz so gut Deutsch, also die spricht Deutsch, aber die traut sich meistens nicht. Ja. Ne? Ja, warum haben wir den Kanal eigentlich gegründet? Eigentlich für Tommy, ne? Um so ein bisschen Austausch zu haben, unsere Erfahrungen zu teilen. Und jetzt haben wir eigentlich festgestellt, das fetzt uns übelst. Und in der Zeit jetzt sind ja schon über 260 Follower zustande gekommen. Dafür tausend Dank. Das freut uns riesig, dass so viel Interesse daran finden. Ja, wir ziehen bald um. Aber wohin erfahrt ihr jetzt noch nicht. Wichtig ist für uns zu sagen, dass es für uns eine Verbesserung wird, weil Tommy da mehr Freiheiten hat. Jetzt in der Situation nach Corona mussten wir unser Haus verlassen in Görlitz. Da hatten wir eigentlich Ruhe, sind in eine Altstadtwohnung gezogen und ab dem Zeitpunkt wurde eigentlich alles Mist. Ne? Tommy muss raus und das viel raus und das nicht in der Stadt, sondern hier ins Gras. Das braucht er. Und er muss Auto fahren. Er muss jeden Tag Auto fahren und bevor ich jeden Tag jetzt mit ihm Auto fahre, fahren wir gemeinsam. Und deswegen haben wir uns diesen Van ausgebaut. Ja, und das geht halt so stotternd voran. So wie bei uns Geld reinkommt, fließt das alles in den Van, dass der irgendwann mal fertig wird. Und das dauert halt. Ja, zu Tommy. Er ist gerade in der Schule. Und die Schule ist mit unser größtes Problem. Für uns ist die Schule eigentlich ein erweiterter Kindergarten mit Betreuer. Ne? Da kommt dort rein, muss man sich das vorstellen, da wird gefrühstückt. Und Tommy sitzt danach auf seiner Decke, wedelt mit seiner Schlange oder mit irgendwas, was er da gerade so findet. Und zwischendurch wird mit ihm mal auf Toilette gegangen. Und das war's vom Tag. Noch Mittagessen und um eins geht's schon wieder nach Hause, also vor um eins schon. Und das ist für uns nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen ist die neue Schule, die wir für ihn ausgesucht haben, das, was uns gesagt worden ist, schon ein riesengroßer Fortschritt. Aber das werden wir sehen und davon werden wir euch auf jeden Fall berichten. Ja. Oder findest du die Schule gut? Nee. Unsere Schule ist nicht gut, aber unsere neue Schule vielleicht ist viel besser. Ja. Ich hoffe so. Ja, das hoffen wir alle. Aber wir werden sehen. Eine Situation zu Tommy, weil er immer die Fragen stellt, gibt es heute mal die Antwort. Tommy ist halt 12 Jahre alt, hat Autismus-Spektrum oder frühkindlichen Autismus. Mhm. Wir warten hier schon fast 2 Jahre auf einen Termin in Dresden bei der Autismusambulanz. Im Sommer wurde uns letzten Jahres geantwortet, dass es immer noch dauert. Und von daher ist alles hier etwas schleppend. Er ist in Russland schon untersucht worden und die Diagnose wurde gestellt, aber das zählt hier halt alles wieder nicht. Tommy spricht kaum. Er macht einzelne Wörter, das sind vielleicht 5 bis 10, wo er darauf aufmerksam macht, was sein Bedürfnis ist. Das heißt, Windel ist voll, pullern,
Essen, Schlafen, Trinken. Mit dem Auto fahren. Und mit dem Auto fahren. Ne? Das sind seine Grundbedürfnisse und die äußert er mit verschiedenen Lauten. Die kennt ihr alle aus dem Video. Ja. Er hatte in Russland hatte er eine Lehrerin, die eine, ist sprechen so ein bisschen. Ja, Logopädie hat er gehabt. Ne? Und ja, das soll hier auch wieder weitergehen mit Logopädie. Das werden wir an unserem neuen Wohnort weiter versuchen. Das ist hier immer jetzt gerade ein Problem mit so einem Rezept. Solange es keine Diagnose von Dresden gibt, ist das alles etwas schwierig. Genauso war es schwierig, seine Medikamente zu bekommen, was wir jetzt Gott sei Dank wieder haben. Aber naja, der Alltag mit Tommy ist schwierig. Zu Hause müsst ihr euch vorstellen, er zerstört das Bett als allererstes, ruppt dort alles raus bis zu den Federn. Danach wird der Fernseher eingeschalten und dann rennt er eigentlich von Zimmer zu Zimmer. In der Geschwindigkeit und das in der Altstadtwohnung, wo unten drunter die Untermieter natürlich uns Probleme bereiten, unsere Briefkästen zukleben, Klingelschilder regelmäßig abruppen, ja, Briefkasten zukleben mit Leim. Das ist alles unschön. Ne? Sie wissen alle Bescheid, dass wir ein behindertes Kind haben. Die Anna versucht den ganzen Tag, ihn zu beruhigen und das alles erträglicher zu machen. Dazu kommt jetzt die neue Macke, dass er sich relativ oft die Windel runterruppt und dann, naja, irgendwo hinmacht, wo wir es meistens nicht finden. Das kann dann auch mal Stuhlgang sein, wo er sich dann damit, naja, beschmutzt. Und sein nächstes Hobby ist das Duschen. Ne? Und regelmäßig alle 10 Minuten kommt das Kommando von ihm. Mitza, 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 Mitza. Ja. Ich hole mal kurz Kaffee. Das ist dann. Leute, das ist kein McDonald's Kaffee. Wir haben einfach nur diesen Becher damals mitgenommen. Das ist dein. Ach so, du kannst ja den. Ist ja der gleiche Kaffee, Anna, oder? Mhm. Ja. Naja. So, verschnupft bin ich auch noch. Ja, das ist die Situation. Ne? Und das macht es für uns unerträglich. Und deswegen ist unser großes Ziel, im Van zu leben. Und deswegen bauen wir jetzt diesen Van aus. Damit probieren wir alles, damit fahren wir rum. Und dann irgendwann wird dieser wieder voll ausgebaut verkauft. Und wir hoffen, wir machen damit einfach Gewinn. Und kaufen uns dann den endgültigen Van, wo es auch möglich ist, drinnen zu leben, weil wir brauchen ja schon eine Dusche, gerade beim Tommy mit der Pampers. Das ist dann jeden Tag eigentlich notwendig und wir brauchen auch mehr Platz. Ne? Ich brauche Platz zum Arbeiten. Der Van muss ordentlich laufen. Ne? Der läuft auch gut. Da haben wir 10.000 Euro für den Van ausgegeben und haben jetzt circa noch mal 5.000 reingesteckt. Und das ist aber bei weitem noch nicht alles, weil um hier drin alles fertig zu kriegen, brauchen wir bestimmt auch nochmal 3.000 Euro. Weil die Heizung, die aktuell drin ist, die ist nicht zugelassen. Im Sommer haben wir TÜV. Und da muss mindestens eine Webasto-Heizung drin sein, die praktisch zugelassen ist in Deutschland. Die wir jetzt drin haben, die hat 100 Euro gekostet, hat uns über den Winter gebracht und funktioniert gut. Aber solange wir keinen TÜV drauf kriegen, bringt uns das gar nichts. Ne? Dann muss die Decke noch gemacht werden, die Elektrik noch, viele verschiedene Dinge. Und hier drinnen, hier vorne an der Front, das sind auch noch ein paar Baustellen, weil der einen Unfallschaden hatte. So kommt er auch nicht durch den TÜV und die Scheibe muss auch erneuert werden. Die hat einen Sprung, kommt so auch nicht durch den TÜV. Ja, das sind die Pläne für die nächste Zeit. Wir werden im April umziehen. Bis dahin seht ihr uns bestimmt noch ein paar Mal auf Reisen. Und ja, wir hoffen oder wir denken eigentlich, dass wir montags so ein Reisevideo immer bringen und freitags so Fragen und Antworten und ein paar andere Themen ansprechen. Ne? Dass ihr da ungefähr Bescheid wisst. Ihr könnt uns jederzeit eure Fragen stellen. Entweder kommentieren wir das gleich. Oder beantworten das halt gesammelt dann immer freitags. So im Interview. Ne? Lassen wir uns mal sehen. Ja. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ne? Das hat er jetzt auf dem neuesten Stand. Und
Ja, wir danken euch tausend Mal, dass ihr das so mit uns mitmacht, dass ihr so gut liked. Ach, und ganz wichtig, ne, dass unser Kanal halt noch ein bisschen nach oben kommt. Ne? Statistisch gesehen gucken 90% aller Leute, also 90% aller Leute, die auf unseren Kanal gucken, haben kein Abo. Ne? Nur 10% haben ein Abo. Das wäre echt cool, wenn die 90% oder zumindest 10, 20 oder vielleicht 50% unseren Kanal noch mit abonnieren. Das tut euch nicht weh, das kostet euch nichts. Und ja, auch Likes und Kommentare bedienen den Algorithmus und unsere Videos werden öfters den Leuten vorgeschlagen. Und somit kommen halt noch mehr Leute auf unseren Kanal. Viele, die sich mit uns austauschen wollen. Ne? Wir haben jetzt so viele Kontakte, gerade in Bezug auf Autismus, auf ein behindertes Kind, die uns weiterhelfen, denen wir weiterhelfen können. Und von daher, was ist denn jetzt los? Moment. Jetzt sind wir wieder da. Ja, von daher, macht das bitte. Ne? So, zum Schluss, vor unserer Verabschiedung, möchte ich nochmal mich bedanken. Ne, bei der Theresa aus Mainz, die uns über PayPal was zukommen lassen hat, wo wir als nächstes ist die Standheizung, das geht in den Topf Standheizung mit rein. Ne? Und wir hoffen mal, dass wir dann bis zum Sommer, bis zum TÜV die Standheizung eingebaut haben. Und wir werden euch dann auch erwähnen, hinten im Kommentar, ne? Nenne ich im Kommentar, in der Beschreibung. Oder im Abspann, da muss ich mir noch was überlegen. Ja, also wir danken euch, sagen Tschüss und Das Video seht ihr spätestens am Freitag, vielleicht sogar schon eher. Ne? Kommt drauf an, wie wir Internet haben. So, Anna, hast du noch was zu sagen? Nö. Wiedersehen. Macht's gut. Jetzt, so wir haben viele hier Autos dabei. Ja. Macht's gut, tschüss.